So, liebe Leute, mit dieser Actionmusik geht's hier wieder weiter. Ich glaube, ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen. Willkommen zurück. Es geht wieder weiter mit Matt TV und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Luft, um euch alles zu zeigen. Also hier auf dieser Karte, da kann man verschiedene Fernsehsender kaufen. Wenn man hier auf Kaufen klickt, dann sehen wir auch, was das ungefähr kosten würde an verschiedenen Gebieten. Je höher der Einzugsgebiet, desto teurer wird. Deswegen hole ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nichts. Wir kriegen ja gleich noch mal 40.000 Dollar dazu, weil wir La Baguette noch mal ausstrahlen werden. Hier sind die Nachrichten, wie gesagt. Hier ist unser Chef. Dann können wir gleich mal kurz Hallo sagen. Der ist immer gut gelaunt, wie ihr seht. Ja. So, mir reicht, ich kann kündigen, dann ist das Spiel sofort vorbei. Ich brauche mehr Kredit, kann ich ihm fragen. Aber da schmeißt er mich direkt raus. Und was kann man noch mit dem sprechen? Ich will meinen Kredit zurückzahlen, können wir noch nicht machen, wir haben ja 200.000 und ansonsten verlassen wir das erst einmal. Hier haben wir unseren Archiv übrigens, wenn wir zu viele Filme haben, unser Koffer voll ist, dann werden hier die restlichen Filme angezeigt. Haben wir jetzt aber momentan noch nicht den Fall. Hier haben wir noch ein Studio von uns, da können wir mal kurz reinschauen. So, in ein paar Minütchen ist es soweit, dann wird die Werbung ausgestrahlt, La Baguette. Und hat uns heute immerhin schon 80.000 Dollar eingebracht. Ne? Zweimal diese Werbung ausgestrahlt mit diesem ganz schlechten Film. Hier kann man Fernsehproduktion starten, wenn man Drehbücher hat. Allerdings habe ich noch keine. Das können wir später machen. Und hier war unsere Filmagentur. Was haben wir denn für tägliche Kosten? Sehe ich jetzt hier gar nicht. Ne? Können ja mal kurz reinschauen, ob da irgendwas Günstiges ist. Jetzt haben wir dieses Geld für La Baguette gekriegt. Das zeigen die anderen so immer noch Duban und Delikat, okay. So, gucken wir mal hier rein in die Filmagentur, ob wir da eventuell irgendeinen günstigen, schlechten Film kaufen können. Je günstiger, desto schlechter sind die normalerweise auch. Flucht von Alcatraz ist mir schon zu teuer. Götterwelt von Bali ist ein Kulturfilm. Phase 4 ist auch ein schlechter Science-Fiction-Film. Naja, wir holen mal Götterwelt von Bali, dann schauen wir ganz kurz rein. Das kostet uns nur 3.000 und wir haben Zuschauer von 0,63 erreicht, also 0,63 Millionen. Der dreidimensionale Ostblock im Wandel und was war das hier? Der dreidimensionale Mensch ist auch lauter Kulturzeugs hier. Nee, da werde ich erstmal nichts holen. Gehen wir erstmal in unser Büro zurück. Dhaka hat immer 0,63 schon erreicht. Achso, wir gehen nicht ins Büro, sondern wir gehen zu den News, genau. Und die zeigen hier Mad Max 2, der Vollstecker, mit 1,4 Millionen Zuschauer. Unser Konkurrent von Fun TV. Und Fun TV zeigt Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter. 2,2 Millionen, also wir sind ganz schön abgeschlagen. Gucken wir mal hier rein. Es gibt keine News, mal, jetzt gibt's doch nicht. Wieso habe ich denn das dann gekauft? Ich meine, das ist natürlich random, ja, aber ärgerlich. Jetzt habe ich Geld ausgegeben. Und wir haben es noch nicht mal ausnutzen können. Also Rushware sollte kein Problem sein. Hier der zweite Block. Ob wir den dritten Block schaffen, ist natürlich eine Frage. Hätte ich jetzt ein paar neue News gekauft, dann wäre ich mir sicher, dass die Zuschauer über 0,5 geblieben wären. Jetzt wird es leider spannend. Jetzt wird es wirklich spannend. Ne? Und hier kommt normaler unserer Zeit in den Brauch. Ich hoffe, dass wir dann den 0,25 auch schaffen. Tatsächlich wären wir jetzt schon ganz sicher, dass wir den nächsten Tag erleben können. Wenn man nämlich ins Minus rutscht, dann wird man gefeuert, ne? Und ja, dann können wir wenigstens schon mal die Filme für morgen planen, beziehungsweise die Sachen, die wir noch übrig haben. Was haben wir denn hier? Eine ganz schlechte Love Story haben wir noch übrig. Mit La Strada machen wir mal das von 21 bis 22 Uhr. Ja, wobei 20 Uhr kommt es besser an. Und dann haben wir noch einen schlechten Kultur noch rein, was wir gekauft haben. Hier die Götterwelt von Bali. Kommt um 22 Uhr und danach kommt hier Atomkraftwerk. Ich glaube, ich tausche das mal. Atomkraftwerk soll zuerst kommen und danach die Götterwelt von Bali, weil Atomkraftwerk hat 20.000 Wert, also es ist besser und die Kritik seht ihr auch, das ist auch eine bessere Geschichte hier. Okay, können wir für morgen schon ein bisschen planen. Den Bike Shop können wir mal hier bei Götterwelt von Bali reinklatschen. Was haben wir hier? Toughwhip, der ist auch 0,0 Millionen. Mal schauen, ob wir eventuell Softshop morgen noch ausstrahlen müssen. Wahrscheinlich schon. Rushware.
bin ich mir nicht sicher, ob wir das heute schaffen. Wenn wir es heute schaffen, können wir das hier immer noch rausklatschen. Und dann können wir hier vielleicht André Design die nächsten drei. Das bringt zwar nicht so viel Geld alles, aber besser als nichts, ne? Kleinvieh macht auch Mist. So, jetzt haben wir die nächste Werbung, den nächsten Werbeblock. Dann machen wir mal André Design hier schon mal rein. Und ach, die Maussteuerung ist echt schlimm hier im DOS-Box, wo ich das Spiel jetzt gerade spiele, ne? So, wir haben 0,49.000 Zuschauer leider nur noch für den nächsten Block. Das ist leider echt, das ist echt richtig schlecht sogar. Und dafür können wir dann hier reinklatschen. Ja, wie wir sehen, haben wir Rushware nicht geschafft. Dann können wir hier Softjob zeigen, weil Rushware braucht 0,5 Millionen. Wir haben nur 0,42 erreicht. Und was zeigen die anderen Sender so? Good Morning Babylon. Haben wir das nicht vorher schon mal gezeigt? Und hier Star Wars, die Rückkehr der Jedi, damit der dritte Block um 23 Uhr immer noch 1,9 Millionen. Also das ist natürlich ein mega Film. Natürlich, da wir Schwierigkeitsgrad schwer genommen haben, haben unsere Gegner natürlich viel bessere Filme, ne? Ja, okay, der Shot glaube ich ganz gut aus. Softjob kommt dann morgen, der dritte Block. Wie gesagt, wir haben genug Geld. Eventuell können wir hier noch Softjob den letzten Teil zeigen. Da muss ich erstmal auswählen. Muss man mal schauen. Ansonsten hauen wir da was anderes rein, vielleicht Bike Shop oder sowas. Um 23 Uhr, da werde ich jetzt ehrlich gesagt auch keine News mehr kaufen. Wir können trotzdem mal kurz in die Newszentrale reinschauen, wenn ihr wollt. Gucken wir mal so rein, was es hier so Neues gibt. Gibt irgendwelche News? Ja, wir sind eine eigenständige Nation von Afghanistan. Das werde ich aber jetzt nicht kaufen, das lohnt sich nicht. Ich entsorge das immer erst, wenn man das reingesetzt hat, hier in dem rechten Bereich, also hier, dann kostet es Geld. Wenn man es nur so anklickt und mit Rechtsklick wieder wegklickt, dann kostet das kein Geld. Ja, dann gucken wir mal hier doch rein. Also Softjob, hoffentlich, also der zweite Teil geht auf jeden Fall durch. Wenn wir für den Maler unserer Zeit nicht genug Zuschauer haben, dann hauen wir da Bike Shop rein, haben wir immer noch 5.000 verdient. Am heutigen Tag noch. Ansonsten muss man hier noch eventuell umswitchen. Muss ich mal gucken, ob Softjob da noch benötigt wird. Rushware sollte 0,5 Millionen mit diesem schlechten Film erreichen. Ich hoffe es jedenfalls. Ansonsten haben wir dann immer noch einen Tag, aber es wäre halt ganz gut, wenn wir morgen 80.000 Geld verdienen könnten. Und André Design bringt nur 5.000, also bringt fast gar nichts. Da ist der Bike Shop besser, weil den muss ich nur einmal zeigen. André Design braucht 0,0 Millionen Zuschauer, bringt auch nur 5, ne? Und ich muss es dreimal zeigen. Also das ist ganz schlechte Werbung. Ich habe es auch nur geholt, damit ich den La Baguette kriegen kann. Was muss ich da an Strafe zahlen, wenn ich es nicht sage? 15.000 und Duffip muss ich 5-mal zeigen innerhalb von 3 Tagen. Würde 27.500 bringen und Strafe 22.500. Bike Shop wiederum hat noch nicht mal eine Strafe. Also das kann man immer holen. Wenn die 3 Tage vorbei sind, dann verschwindet das einfach. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben noch 3 Minuten oder 4 Minuten bis zum nächsten Block. Was zeigen die hier so? Fun Sun Werbung und Delikat. Okay. So, jetzt haben die News mit 0,56 Millionen, 8%, 8%, 6%. Okay, also die haben bessere News als wir. Die haben wahrscheinlich diesen News für 2000 eben dazu gekauft. Kein Problem, die Musik hat irgendwie gestoppt, komischerweise. So, und jetzt sehen wir, wir haben 0,14, das heißt, wir schaffen das heute nicht mehr. Mit dem Softjob, das können wir raushauen, dann haben wir hier den Bikeshop rein. Dann haben wir nochmal 5.000 Geld und dann können wir hier den Bikeshop rausklatschen. So, Softjob, André Design, Duffip, dann können wir Duffip noch einen zweiten Block hier reinklatschen. Also am Tag wird immer nur von 18 bis 0 Uhr gesendet, wie ihr seht. Ich speichere mal kurz ab. So, mit dem roten Pfeil speichert man ab, ne? Mit dem blauen lädt man wieder her. Hier kann man noch einen Namen eingeben. So, ich habe irgendwelche alten Spielstände mit Menno und so weiter, keine Ahnung, wann ich das gespielt habe. Das ist ja schon ewig her oder muss ewig her sein. Also morgen ist eine recht dürftige Liste an Filmen und Serien, die wir so zeigen. Beziehungsweise eine Serie zeigen, Maler unserer Zeit. Dann zeigen wir jede Menge Kulturzeugs, damit wir
Eventuell, wobei, ich weiß gar nicht, wenn morgen, vielleicht bin ich auch auf dem falschen Pferd, vielleicht hätte ich heute die ganzen Sachen zeigen müssen, die ganzen Kulturgeschichten, weil die zeigen Gott sei Dank wieder eine Komödie, die zeigen eine Serie. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Kultur gezeigt haben, weil da würde sie die Betty vielleicht mehr mögen, vielleicht haben wir uns aber auch verschaut. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir den Sammy morgen. Was heißt denn der Sammy oder was bringt der Sammy? Das ist sowas wie ein Oscar. Ja, ihr seht, hier haben wir überall Pfeil nach unten. Das heißt, wir haben überall Image verloren. Ja, liegt einfach daran. Maximale Zuschauer sind übrigens bei uns 7 Millionen. Sehen wir hier noch. Und aktuelle Einschaltquote 0,14 Millionen. Genau, man verliert immer Image oder verliert Image, wenn man den besten oder schlechtesten Film zeigt. Ihr seht hier, Fanti hat hier Daktari gezeigt. Herr Gisu hat geheiratet und so weiter und er hat 3 Punkte dazu gekriegt. Keinen verloren, weil wir alle verloren haben. Wir haben 7 Punkte verloren. Santi, wir hat 4 Sendungen gezeigt, wo die Einschaltquote am höchsten war. Also es zählen nicht die Millionen Zuschauer, sondern die Einschaltquote tatsächlich. Und wenn wir jetzt drauf schauen, haben wir jetzt schon jede Menge Punkte verloren. Also 27% Image haben wir. Der hat 37, der hat 36, ne? Aber am Anfang hat man gerade auf Schwierigkeitsstufe schwer, ist es echt mega schwer da die Kurve zu kriegen. Wenn wir einmal die Kurve gekriegt haben, sollte das kein Problem sein. Aber erstmal so weit kommen, ne? Das ist immer die Jux. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch den nächsten Tag. In 9 Minuten ist es soweit. Hier kann man jedenfalls die Spielgeschwindigkeit noch anpassen. Langsam, mittel, schnell. Hier kann man die Fernsehfamilie ausschalten und das Fernsehbild und Musik ein- und ausschalten. Was gibt's hier? Das ist, glaube ich, die Bilanz, genau. Und hier gibt es irgendwelche Nachrichten oder sowas. So, jetzt ist 0:59 Uhr und der Tag endet automatisch. Finito. Damit läuft unser Ask hier mal runter in den Erdgeschoss, geht aus dem Haus raus und kommt am nächsten Tag wieder. Und da geht's immer gleich zum Rapport zum Chef. Werdet ihr gleich sehen. Hier am Pförtner vorbei. Tschüss. Und Tag 2 beginnt. Und wie ihr seht, haben wir nur noch 47.000 Geld, weil die ganzen Kosten, Unterhalt der Fernsehsender und so weiter, das kostet alles. Immerhin haben wir noch ein bisschen Geld übrig. Da sind sie endlich, wurde auch Zeit. Alles in allem machen sie ihren Job nicht schlecht, kümmern sich um ihren Job, sonst fliegen sie. Okay, also es kam noch keine Semis oder was? Okay, also erst das hier in die News immer reingehen, ne? So, dann sehen wir mal, was gibt's denn hier? Hier gibt's eine super Nachricht. Je teurer die Nachrichten, desto mehr Zuschauer schauen zu. Gucken wir mal hier rein. Gibt es irgendwas? Also Deutschland, Regierung gibt SuperGAU zu. Der Gouverneur von New Jersey. Berichte über Plutoniumwerke in New Jersey sind Unfug. Und die UdSSR stellt Ultimatum für den Beitritt von Afghanistan. Damals gab es ja noch die UdSSR scheinbar. Die Greenpeace-Tagung ist nur $2.000, deswegen habe ich es nicht geholt. In Anchorage delegiert der Rechner mit Organisation ab. Okay, hau mal weg. So, und die neuen Nachrichten werden produziert. Ich speichere als erstes mal ab, bevor ich das vergesse. Mache ich immer am Tagesbeginn bei Schwierigkeitsstufe schwer, weil man weiß nie, was da passiert. Ich habe das jetzt mal auf den dritten Speicherstand abgespeichert und ach so, entschuldigt, ich habe zu schnell geklickt. Hier auf dem Tisch vor uns sehen wir einen Brief. Und wenn wir da draufklicken, sehen wir ein lieblicher Liebesbrief mit heißen Liebesschwüren. Von Betty für S, okay, also die scheint uns irgendwas lieb zu haben. Und die Sammy wurde noch nicht verliehen, das heißt, das passt dann ganz, ganz gut mit unseren ganzen Kulturgeschichten. Ich habe jetzt nur ganz wenig Geld. Wir können aber auf jeden Fall als erstes mal bei den Werbungen kurz reinschauen, ob es da ein La Baguette gibt. Ich meine, das werden wir heute nicht ausstrahlen können, aber eventuell morgen, ne? Die Sache ist, ihr könnt nicht immer dieselben Filme hintereinander zeigen für gute Quoten, weil je öfter sie zeigt, dann nutzen die sich ab. Also eigentlich schon beim ersten Mal, da brauchen sie erstmal eine Zeit, bis sie sich erholen. Also hier, das wäre delikat, das wäre gar nicht mal so schlecht. Was gibt es denn hier so? Bike Shop, okay, Bike Shop können wir holen. Kostet ja keine Strafe, ne? Hier sind leider schon mit 2,5 Millionen Werbungen deswegen, weil die Konkurrenten schon, ein Labaguette wollen wir sofort. So, weil die Konkurrenten eben schon direkt am Anfang mehrere Studios haben, da können wir gleich nochmal gucken.
Filmagentur. Gucken wir mal rein, ob wir irgendeinen Film unter 35.000 Dollar herkriegen. So. Irgendwas Günstiges, bitte. Kostet alles zu viel. Ferris macht blau. Dr. Chivago würde sich anbieten, weil er wirklich sehr viele Blöcke belegt. Hier war noch irgendwas für 40.000. Die Brücke am Kwai. Ich glaube, den holen wir. Die Brücke am Kwai. Ach, Mist, 35.000. So viel Geld haben wir nicht. Dann holen wir Dr. Chivago auf jeden Fall. Und war hier noch irgendwas unter 10.000? Wahrscheinlich nichts, ne? Nee. So. Okay, so günstige Filme gibt es halt eben nicht mehr. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt in unser Büro. Und da muss man ein bisschen umplanen. Weil, dass wir Dr. Chivago zeigen, das möchte ich schon gerne. La Strada, La Story kommt raus. So, Wohn am Atomkraftwerk kommt raus. Kultur heute. Können wir mal lassen. Und ich mache mal schnell die Götterwelt von Bali heute. Als erstes. So, gucken wir mal dann erstmal. Dr. Chivago ist ein, was ist das für ein Film? Monumentalfilm, genau. Wann soll man das zeigen? Am besten hier so, ne? Oder? Oh, das nimmt ganz schön viele Blöcke weg. Okay. Okay, dann machen wir es doch anders. Schnell, schnell, schnell. Ich zeige erstmal die Serie. Ach, zu spät. Okay, Maler unserer Zeit kommt dann hier, würde ich sagen. Okay, Softjob, dafür reicht es aber tatsächlich. 0,42 Millionen. Dann haben wir hier 45.000 Geld verdient. Ich hoffe, dass wir Dr. Chivago eventuell hier La Baguette zeigen können. Gucken wir mal als allererstes noch zum Schluss dieser Folge. Hier in den Nachrichten, in das Nachrichtenstudio rein, ob wir da irgendwas reinsetzen können. Ne, gibt's nichts Neues. Gut, liebe Leute, dann danke ich schon mal fürs Zuschauen. Wir speichern jetzt ab und dann war's das auch schon für die zweite Folge. Am zweiten Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich speichere auf Spielstand 2. So. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.